Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator. Ja, wir sind noch im Airfield-DLC unterwegs, sind hier gerade beim Towerbau, das heißt letzter Kampagnenauftrag, und wir haben zur Aufgabe bekommen, diese wunderbaren Bohrlöcher zu setzen, und ich habe da jetzt einfach schon null Bock drauf, aber egal, wir machen es trotzdem. Ich freue mich drauf. Jawohl. Gut, wir brauchen dafür unsere Bohrmaschine. Ich glaube, da gibt es aktuell immer noch nur eine oder so. Ich bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Wir nehmen einfach die, die wir haben, lagern wir aus, bringen wir her, fahren wir runter, bohren wir die Löcher, und dann tue ich das Ding schnell wieder in die Schrottpresse stecken, und dann bin ich wieder zufrieden, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wo habe ich denn das Fahrzeug jetzt, wo habe ich das denn jetzt hingebracht? Ich hätte ja auch gleich mal einsteigen können. Ausgelagert haben wir es, einsteigen können wir. Sehr gut. So, ja, immer noch Aufnahmedatum ist der 10. Juli immer noch, ja, mittlerweile. 19 Uhr, knapp 30 Grad im Wohnzimmer. Ich habe ja in der letzten Folge mal die Gehäuselüfter von meinem Computer auf volle Leistung gestellt. Oh, das bringt was. Also, das Gehäuse glüht nicht mehr. Das Gehäuse ist kalt. Krass. Klar, da wo der Prozessor sitzt und die Grafikkarte, ist noch ein bisschen warm, aber der Rest ist kalt. Und vorher hat er einfach komplett geglüht. Jetzt ist Wahnsinn, was das bewirkt, wenn du die Gehäuselüfter einfach mal ein bisschen höher stellst. Kann aber sein, dass man ganz viel Gerausch im Hintergrund hört, weil ich immer noch den Ventilator weit hinter mir stehen habe, und der pustet mir wenigstens ein bisschen bewegte Luft entgegen. Und mein Computer rauscht halt jetzt ein bisschen lauter neben mir. Aber ich denke mal, das hört man wahrscheinlich nicht ganz so laut, weil ich denke mal, die Software wird das einigermaßen rausfiltern. Falls man es rauschen hört, es tut mir leid, es ist einfach wirklich zu warm. Bei 30 Grad hier noch stundenlang spielen und aufnehmen, und es ist nicht wirklich ein Vergnügen bei der Wärme, aber es macht halt trotzdem Bock. Es macht halt trotzdem Bock. Und ich will ja euch jetzt nicht bei dem Warmen, wenn ihr euch irgendwo in der kalten Wohnung verzieht, will ich ja nicht, dass euch das Videomaterial ausgeht. Deswegen muss ich ja arbeiten. Muss ich euch aufnehmen. Das ist ganz klar. Ist meine Pflicht. Das ist meine Pflicht. Gut, wir fahren jetzt mal runter hier mit der Bohrmaschine. Haben wir lange nicht mehr gesehen. Ich war auch echt froh drum, dass wir die lange nicht mehr gesehen haben. Es geht schon wieder los, dass mir die Sicht auf den Sack geht. So. Wenn da nämlich einmal im falschen Modus ist und will die Sicht drehen, dann bist du gleich wieder oben beim Bohrer, dann kannst du unten wieder nichts sehen, dann hast du da wieder Probleme, das geht wieder nicht, und da... Blablabla. So. Nein, ich wollte doch nur die Sicht drehen, nicht nach da oben gehen. Lass mich in Ruhe, du blödes Ding. So. Ich wollte doch nur wieder die Sicht drehen, hör auf damit. Also ich werde mit dem Ding echt... Wir werden keine Freunde. Wir werden keine Freunde. So, wie war das denn nochmal? Ich konnte hier mit dem Haken konnte ich die Teile aufnehmen. Ich bin gerade überlegen, ob ich erstmal beide hinstelle. Also die mit dem gelben Ring. Gelber Ring ist immer das erste Teil gewesen, genau. Wenn ich jetzt hier das Teil hinstelle, genau. Machen wir es einfach mal so. Nehmen wir gleich das nächste mit dem gelben Ring und stellen wir direkt daneben. Dann brauche ich den Kran nur noch zweimal benutzen. Ich meine, an sich ist es total geil, dass man diesen Kran hier benutzen kann, auf jeden Fall. Aber ich mag diese Bedienung irgendwie von diesem Ding überhaupt nicht. So, jetzt müssen wir natürlich vorfahren. Jetzt muss ich mit dem Ding, glaube ich, hier Modus wechseln. Genau, dann konnte ich... Ich konnte auch, glaube ich, mit vor- und zurückfahren, oder? Genau, ging auch. Okay, das muss ich jetzt absenken, und dann muss ich das da irgendwie festsnappen, und dann hat das Ding losgedreht ab einer gewissen Tiefe oder so. Bohrrohr verbinden, genau. Dann können wir das reinbohren. Und wenn die Erde voll war oder der Bohrer voll war mit Erde, musste man hochfahren und das Ding ausschütteln. Alles klar, Kamera? Jo! Das war das erste Bohrteil. Und unser Bohrer ist nicht mal komplett voller Erde. Dann fahre ich den jetzt mal so ein bisschen zur Seite. Wie war das nochmal? Drehen. Nicht so schütteln, sondern drehen. Hin und her schütteln. Genau. Okay. Dann ist der wieder frei. Dann können wir hier jetzt direkt bohren. Aber krass, was es alles für Maschinen gibt. Das finde ich krass. Auch wenn es nicht meins ist, aber ich finde es krass. So, ich schüttel das gerade auch mal hier aus. Wobei, er dreht sich gerade noch automatisch. Jetzt nicht mehr. Ich muss da später nicht mehr hochfahren. Nee, notfalls tue ich mit dem Rad da schnell, dass die Erde da wegkratzen. Komme ich da rum? Nee, komme ich nicht. So, gehen wir mal wieder in den Fahrmodus.
Gut, ich brauche den Kran. Dann hängen wir jetzt nämlich beide Teile wieder an und bringen die wieder auf Position. Dann habe ich das schon mal erledigt. Und ich hoffe, dass es die einzigsten zwei Bohrungen sind, die ich machen muss. Das hintere Teil zuerst, das andere holen wir jetzt. Ich hoffe, wir kommen mit dem Haken dran. Ich muss den vielleicht so ein bisschen rumschaukeln lassen. Oder. Ne, da muss ich noch mal ein bisschen umfahren. Hier, so. Jetzt aber. Zack, hängt. So, hoch damit. Ja, war geplant. Jo. Ich will das einfach nur schnell hinter mich kriegen. Ehrlich gesagt. Okay. Und ich fahre noch mal ein Stück vor. Noch mal ein Stück. Modus wechseln. Nein. Ja, nö. Noch mal ein Stück zurück. Abwärts geht's und Vollgas. Worauf verbinden? Er dreht sich. Sind bei 50% bei dem einen Bohrloch, was verdammt wenig ist. Ach stimmt, wir müssen die Bohrlöcher dann auch wieder mit Beton füllen. Gut, jetzt muss ich den Bohrer weiter runterfahren, damit noch mehr Erde wegkommt. Sind wir jetzt bei 70% gleich. Bohrer ist aber auch gleich voll, das heißt, wir müssen nochmal hochfahren. Bohrer ist voll. Wir fahren hoch mit dem Bohrer. Ja gut, ich komme jetzt hier nicht weg. Ja, von mir aus zurücksetzen. Ah, zurücksetzen ist ja auch leer. Na gut. Ich wollte ihn jetzt eigentlich nur zurücksetzen, damit ich schnell zur Seite fahren kann. Okay, hier wollte ich jetzt gerade eigentlich gar nicht wegbohren. Aber gut, wenn er sich auch so zurücksetzen will, dann... Mich soll es nicht stören. Wie gesagt, ich bin kein Fan von dem Bohren in dem Spiel hier. Ich weiß nicht warum. Ich finde einfach, die Maschine ist mit der Sichtsteuerung und so weiter ein bisschen störend. An sich eigentlich eine coole Sache, aber hier im Spiel finde ich es einfach ein bisschen störend. Genauso wie jetzt. Der Bohrer geht nicht mehr weit herunter. Er ist auch nur halb voll. Ah ne, es passt aber. Wir sind bei 50%. Das passt. Weil die restlichen Prozent werden dann mit dem Beton gefüllt. Das passt. So, ich schüttel gerade den Bohrer nochmal schnell aus. Immer schön ausschütteln. Gut, jetzt absenken. Bohrer verbinden, bauen wir rein. Dann gehen wir auf die maximale Tiefe. Ah, es wird nicht bis 75% reichen, oder? Vom Platz her beim Bohrer. Ne, 40%. Wegen 1% müssen wir jetzt gleich nochmal runterfahren. Das ist natürlich doof. Gut, wir fahren aber nur wieder hier rüber, dann ausschütteln. Zack, passt. Können wir wieder runterfahren. Wo sind wir denn hier? Passt das? Eigentlich nicht. Das ist ja auch sowas, was mich stört. Dieser Bohrer passt eigentlich nicht in diese Bohrrohre rein. Der ist viel zu groß. Das ist auch schon so ein Detail, was mich irgendwie ein bisschen stört. Weil er passt einfach da nicht rein. Und dann bohrt er aber trotzdem da durch und da mit und dann... weiß ich nicht. Ist irgendwie ein bisschen... Ich finde die komplette Maschine einfach ein bisschen fragwürdig im Spiel. Schön, dass es dabei ist. Coole Maschine, auf jeden Fall interessanter Aufbau. Aber es ist einfach nicht meins. Und darf man mir auch nicht böse nehmen. Man muss ja nicht alles mögen. Man muss nicht alles mögen. Und ich bin froh, dass wir die zwei Bohrungen jetzt gesetzt haben. Wir müssen nur noch Beton da reingießen. Ich bin überlegen, kriegen wir das hin mit unserem Fahrmischer-Betonpumpen-Gedöns oder kriegen wir das nicht hin? Wir können auch... Hey, komm, wir holen mal wieder ganz normalen Betonmischer her. Dann fahren wir da hin, dann schütten wir einfach mit dem da rein. Das machen wir so. Ach Gott, ich bringe diese Maschine jetzt direkt weg. Ich will die hier nicht mehr sehen. Fuhrpark.
Ich will die hier nicht mehr sehen. Die stört mich. Mit der Kamera, wenn man einmal die Sicht drehen will und man ist im falschen Modus drin, springt man gleich da nach oben und dann hat man da wieder Probleme, das nervt wieder. Dann musst du warten. Du kommst ja dann, wenn die Sicht nach oben springt, kommst du ja nicht gleich wieder nach unten. Da kannst du drücken, was du willst. Du musst warten, bis die Kamera automatisch wieder nach unten geht. Und das ist einfach nicht gut. Das stört mich dann. Dann das Detail stört mich halt, dass dieser Bohrer nicht in diese Rohren passen würde. Ja, der hängt da immer halb im Rand drinne total mit dem Bohrer. Das ist nicht meins. Nehmen wir den DAF, oder? Oh, ich wollte nicht in die Fahrzeughalle, aber den nehmen wir. Den nehmen wir. Den können wir theoretisch auch mal umlackieren, aber ich finde das Blau eigentlich komplett chillig. Da. Auslagern. Ich finde, der sieht auch so mit dem Micha eigentlich top modern aus. Finde ich cool. Gefällt mir. Schnellreise. Gut. Das ist gut. So, da fahren wir jetzt runter, dann fahren wir rückwärts dran. Gucken wir, dass wir so einigermaßen wieder treffen. Wer hat denn hier die Erde hingeschüttet? Eieiei. Ich weiß von nichts. Boah, Bremse. Wir waren nicht dran, es hat aber einen Schlag getan. Die Bremse ist halt auch nicht so Premium von den Teilen. Ich weiß nicht, wollen wir das, die Verlängerung noch dran machen? Damit wir ein bisschen tiefer sind, dass wir vielleicht ein bisschen besser zielen können. Weil es mit der Sicht auch echt schwer ist. Ich zoome noch mal ein bisschen raus. Könnte aber passen. Gucken mal, wie weit es fliegt. Passt, Mitte, nein. Ah, so halb. Es tut sich aber nichts aus Gründen, weil es der Bausimulator ist. Jetzt tut sich was. Das ist der Spot, den sollten wir treffen. Na komm, 5%. Dein Ernst? Jetzt ist es voll. Gut. Machen wir das Gießen nochmal aus. Fahren wir gerade mal zu dem anderen Loch hin. Gießen an. So, da füllt es direkt. Da sind wir jetzt bei 90%. 99. 100. Gut. Machen wir die Verlängerung wieder weg. Dann können wir auch direkt wieder hochfahren. Das machen wir gerade mal rückwärts. Gucken, was passiert. Ah, wir sollen auspacken, Material auspacken. Das heißt, da muss jetzt gleich auch nochmal Beton hin. Gut, dafür haben wir dann unseren Fahrmischer Betonpumpen gedöns. Okay. Das wird jetzt bestimmt dann der Boden. Könnte ich mir denken. Dass wir jetzt die Bewährungsgitter da auf dem Boden verteilen, dann wird da Beton gegossen, sehr wahrscheinlich. Und die Kabel verteilt. Genau. Jo. Plattenfundament gießen. Ja, gerade so ein bisschen überlegen, wo wir die Betonpumpe aufstellen. Ob wir da runterfahren und uns in die Schräge reinstellen oder ob wir eine große Betonpumpe holen. Aber nee, komm, wir haben unseren Scania hier daneben stehen. Haben wir auch länger nicht mehr benutzt. Ist halt ziemlich weit unten. Ich weiß nicht, ob wir da so gut drankommen. Wahrscheinlich müssen wir ein paar Mal umparken, aber ist okay. Ist immer noch besser, mit der Maschine ein paar Mal umzuparken, als Betonpumpe und Betonmischer ein paar Mal umzuparken. Na, das passt schon. Fangen erstmal so weit weg wie möglich an und arbeiten uns dann zum Fahrzeug hin. Wahrscheinlich kommen wir auch mit zweimal wahrscheinlich hin, zweimal umparken. So, gießen an. Okay, passt. So halb. Eigentlich könnte man gerade mal ein Foto machen, oder? Oh, das sieht cool aus. Irgendwie finde ich das cool.
Ja, habe ich schon mal erzählt, auf so Betonpumpenarm bin ich schon rumgeklettert und habe beim Verkabeln geholfen. Praktikum, Elektriker, und wir sind da zu Putzmeister in Roten Bergen hin und haben da, Sachen verkabelt. Total cool. Habe ich gerne gemacht. Wenn ich das Praktikum als Elektriker nicht gemocht habe, ich fand das Maschinenverkabeln fand ich schon wieder interessant. Das hat mir Bock gemacht. War zwar auch ein bisschen eintönig, aber andererseits irgendwie auch interessant, an den Maschinen mitzuarbeiten. Ja, ich habe fast gedacht, dass ich da ein bisschen Probleme kriege hier unten, aber ich probiere mein Bestes. Kriegen wir hin. Ich weiß noch, was das für ein Kampf war am Anfang vom Bausimulator, als er neu war, mit diesen Betonpumpen klarzukommen. Ich weiß noch, das war ein richtiger, richtiger Kampf. Mittlerweile funktioniert es eigentlich recht gut. Oder kommt man recht gut mit klar. Aber am Anfang war das wirklich Katastrophe. Von der Bedienung her wirklich eine Katastrophe. Mittlerweile nach, was weiß ich, wie viele hundert Folgen, ist das eigentlich total easy und gar kein Thema mehr. Und damals, als der Bausimulator neu war, wirklich ein Kampf. Der größte Kampf, größte Horror war die Betonpumpe. So gewöhnt man sich an alles. Ist ja das, was ich immer sage. Man gewöhnt sich eigentlich an alles. Ich meine, klar, manchmal macht man noch komische Bedienungsfehler, aber das ist selten geworden. So, da sind wir bei 52%. Wenn wir jetzt das gleiche nochmal auf der anderen Seite machen. Dann sind wir durch. Mein innerer Monk schreibt gerade zwar danach, dass ich hier diese kleinen Beulen noch ausbessern soll, aber es ist eigentlich komplett wurscht, weil die werden vom Spiel automatisch nochmal aufgefüllt. Aber mein innerer Monk, der innere Monk möchte unbedingt, dass es sauber aussieht. Wobei, ganz sauber kriegen wir es eh nicht hin. Komme ich da vielleicht noch weiter? Ich glaube aber nicht, oder das war das Maximum. Bisschen runterlasse, noch ein bisschen, kriegen wir noch ein Stück, jawohl. Ja, gut. Gut, gut, gut. Dann parken wir gerade mal um, gehen wir auf die andere Seite rüber und dann können wir den Rest auch noch machen. Ich hoffe, es reicht. Ich jetzt von hier arbeite. So. Stellen wir die Maschine gerade mal so hin. Da wird es schon wieder Nacht im Spiel. Unglaublich. Ja, aber wir hatten ja in der letzten Folge war es, glaube ich, mit dem Radlader. Oder war das in der Folge? Ich blick schon nicht mehr durch. Es ist 30 Grad fast im Wohnzimmer. Mein Kopf tut nur noch eigentlich im Notlauf arbeiten. Es ist einfach viel zu warm. Kann ich mich nicht mehr so ganz gut konzentrieren. Ich weiß nicht, ob es jetzt in dieser Folge war oder in der letzten, und mit dem Radlader hier gearbeitet haben. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Egal. Es ist wirklich richtig heftig eklig. Ich bin ja froh, dass mein Computergehäuse jetzt nicht mehr ganz so viel Wärme abstrahlt, weil die warme Luft jetzt durch die hochgestellten oder beziehungsweise höher drehenden Gehäuselüfter jetzt ein bisschen mehr gekühlt wird und dadurch mehr kalte Luft rauskommt als heiße. Ich hätte niemals gedacht, dass das so viel bewirkt. Krass. Baumaschine ist leer. Gut, füllen wir nach, gießen an, Pumpe an. %88, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Dann haben wir gleich das Bodenfundament fertig. Ab da geht es nur noch aufwärts. Ab jetzt kann es nur noch aufwärts gehen. Okay, nächstes Baumaterial auspacken, das ist jetzt wieder da drüben. Das sind wahrscheinlich dann Wandelemente, oder?
Dann wird bestimmt die Wand dann gegossen. Dann können wir vielleicht gleich da stehen bleiben. Dann können wir gleich weiter gießen. Baumaterialien auspacken. Bitte. So, Betonpumpe hier. Farbmischer Betonpumpe. Bei Sonnenuntergang. Sehr romantisch. Jo. Direkte Wand gießen. Kannst direkt weitergehen. So, machen wir die Pumpe wieder an. So, ich will eigentlich hier weiter nach vorne an das Kreuz dran. Baumaschine ist leer schon wieder. Kein Thema. Machen wir Micha wieder an, gießen wieder an. Jetzt, okay. So, dann haben wir das Kreuz auch aufgefüllt. Sind wir bei 31%. Baumaschine ist leer, was? Läuft doch. Die Maschine weiß manchmal selber nicht, wann sie leer ist. Jetzt ist sie leer. So, wie viel Prozent haben wir jetzt? 60. Nupsi macht komische Dinge. Okay, das ist wahrscheinlich jetzt gerade wieder ein bisschen zu nah dran. Aber wir können gerade mal hier rüber schwenken. Dann müsste es vielleicht gehen. Jawohl. Gut, dann haben wir die Wand soweit. Sind wir bei 65%. Wahrscheinlich fehlen dann die letzten 2% und deswegen muss ich dann umparken. Ich sehe es jetzt schon kommen. So, gießen an. Ja, wir haben eine gute Reichweite eigentlich. Ich denke mal, wir kommen vielleicht noch bis fast da hinten hin, genau. Das fließt ja auch noch ein bisschen. Das füllt trotzdem noch schön weiter auf. Wir haben das ja alles schon maximal hochgelevelt. Schon lange. Jetzt hier noch anfangen mit Gießen. Entschuldigung, ein bisschen neben der Wand. Schalten wir wieder an. So. Das führt auch nochmal gut auf, sind wir bei 87. Kommen wir da drüben noch an die Ecke dran. Die würde noch verdammt viel bringen. Okay, da können wir auch noch ein bisschen was gießen. Da ist die Baumaschine gleich wieder leer. Jetzt sind wir bei 94. Müssen wir wieder befüllen. Ja, ich sag's ja, bestimmt fehlen am Ende 1-2%. Ups, müssen natürlich noch, ja, Betonmischer an. Pumpe muss auch an. Jetzt komme ich natürlich da hinten nicht weiter. Ich glaube, das war's. 96%, ich komme nirgendwo mehr dran. Das ist doch typisch Bausimulator. Immer die letzten paar Prozent. Mein, klar, mit der großen Betonpumpe hätten wir das geschafft. Locker. Gar kein Thema. Warum machen wir eigentlich schon wieder Nachtschicht? Na egal, wir machen jetzt Nachtschicht. In der nächsten Folge gucken wir, dass wir wieder bei Tageslicht arbeiten. So, schalten wir den Micha mal ein, plus die Pumpe. Dann sollten wir eigentlich jetzt recht schnell bei 100 sein, genau. Ja, Deckenelemente platzieren, die müssen auch wieder betoniert werden. Deswegen würde ich gerade eigentlich mal hier stehen bleiben mit der Maschine. Wir schalten einfach mal den Micha aus, der kann weiter rumrühren an sich, aber nicht ausgießen. Jetzt brauchen wir den Kran. Zeit für den Kran, den haben wir hier, den Platz. Da bauen wir wieder den, ich würde sagen, den typischen Kran auf. Der andere, der große Kran, hast du immer das Problem, da sitzt du sehr weit oben, ist ein bisschen mit der Sicht schlecht, wenn man der Ego-Perspektive geht. Der kleine Kran reicht für die meisten Missionsaufträge nicht, der reicht für diese kleinen Nebenaufträge, aber ich finde, der Kran hier, der passt fast bei allem. Der macht eines Leben am einfachsten, sagen wir es mal so. So, das nehmen wir auch wieder auf. Und dann platzieren wir erstmal ein paar Teile, die müssen auch wieder ausgegossen werden und so weiter und so fort. Deswegen wollte ich den Fahrmischer Betonpumpe Gedöns oder wie auch immer es hieß,
jetzt erstmal da stehen lassen. So. Teil 1 platziert. Wir sind jetzt bei 42%. Wir haben also schon bald die Hälfte vom Towerbau. Aber so an sich, wir haben das Airfield DLC, wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen das Revue passieren lassen, haben wir sehr, sehr viele Stunden Spielspaß wieder ins Spiel reinbekommen durch die Kampagnenmission. So an sich sehr coole Aufträge, wie gesagt, sehr, sehr viele Stunden. Ich weiß jetzt nicht, wie viele genau. Wir haben immer auf Arbeitsumfang Mittel gespielt, außer bei einer Mission, ja, quasi Landebahn Teil 2. Da haben wir auf Stufe einfach gespielt, beim Arbeitsumfang, beziehungsweise leicht, glaube ich, heißt es hier, oder wenig, ich bin mir nicht mehr sicher. Und ich weiß nicht, wie viele Folgen ich aufgenommen habe, aber es waren auf jeden Fall jetzt bestimmt 2-3 Wochen Bausimulator-Material, vielleicht sogar mehr. Das heißt, für dieses DLC, für das Geld kriegt man, finde ich, schon einiges an Spielspaß wieder geboten. Und wie gesagt, die Aufträge an sich sind auch richtig cool eigentlich. Macht richtig Spaß, diesen Flugplatz aufzubauen, den wachsen zu sehen. Das Gebiet hier wieder umzumodellieren, richtig, richtig cool eigentlich an sich. Die Aufträge, ich würde sagen, die sind eigentlich zeitlich so auf Stufe Mittel ganz gut getimed. Ja, die sind jetzt nicht so, dass man sich denkt, ja, jetzt hier 5 Stunden lang mit dem Bagger baggern. Das wird langweilig. Nee, ich finde also, die Aufträge waren richtig cool. Man hatte ein bisschen was für den Radlader dabei, man hatte was für den Bagger dabei, man hatte was für Betonpumpen dabei, theoretisch. Oder für den Fahrmischer Betonpumpengedöns. Man hatte für den Betonmischer an sich was dabei, man hatte die Bohrmaschine mit dabei eingebaut. Man hätte theoretisch auch einen Baggerlader nehmen können, um die Bäume zu pflanzen. Oder den dünnen Graben auszubaggern, hätte man theoretisch auch den ganz kleinen Wacker nehmen können. Oder halt ein Baggerlader. Also man hat wirklich sehr, sehr viele Punkte hier eingebunden, bei denen man sehr viel Fahrzeugauswahl hat. Und das ist, finde ich, auch für ein Kampagnen-DLC richtig, richtig cool, weil man dann auch mal andere Fahrzeuge benutzen kann. Oder beziehungsweise halt eine schöne Auswahl sich zusammenstellen könnte, wenn man möchte. Ja, man hätte auch theoretisch sehr viel mit dem Mobilkran arbeiten können. Man hätte sehr viel mit den normalen Shell-Einsatzkränen arbeiten können. Man hat aber auch mit den Teleskopladern aus den DLCs locker arbeiten können. Die Bagger haben sich dafür wunderbar geeignet, oder beziehungsweise der JCB-Bagger habe ich total gerne für benutzt, weil ist nicht so ein großer Bagger, hat aber eine riesengroße Schaufel dafür. Also so an sich, ich weiß gar nicht mehr, was das DLC gekostet hat. Ich glaube, 10 Euro rum oder so kostet das, glaube ich, das Airfield-DLC. Oder ich könnte es mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben, oder ich gucke es nochmal nach. Aber ich finde, für den Preis, so viele Stunden nochmal Spielspaß mit dem Bausimulator, ich glaube, da braucht man nicht meckern. So, wir sollen jetzt die Rampe mit... Ach, wie cool, wir sollen die Rampe dann mit Erde füllen. Das mache ich gerne. Ja, auch so arbeiten, auch mit dem Radlader. Hier die Rampe runterfahren, die Erde daraus baggern. Das macht man meistens mit dem Radlader und nicht mit dem Bagger. Oder, keine Ahnung, vielleicht jetzt auch mit der Planierraupe geklappt irgendwie. Finde ich auch cool. Oder dass wir hier Erdtiefen hatten, wo man auch sich aussuchen könnte, will man das mit dem Radlader machen oder will man das lieber mit der Planierraupe machen, muss man die halt ein bisschen quälen mit. Also an sich sehr, sehr schöne Aufgaben auf jeden Fall. Ja, dass das natürlich mit dem Pritschenwagen bei mir so fehlerhaft läuft, ist natürlich ein bisschen negativ. Ich würde mir manchmal wünschen, dass Weltenbauer halt auch bei Fehlern mehr hinterher ist. Ja, ist vielleicht jetzt blöd gesagt, weil die sind ja an Fehlern dran, aber das mit dem Pritschenwagen zum Beispiel habe ich persönlich jetzt schon, seitdem das Spiel vorhanden ist. Ich habe das Gefühl, das wird immer mehr dieses Problem statt weniger. Schade, dass man das irgendwie nicht angeht oder vielleicht noch nicht entdeckt hat, woran es liegt oder was weiß ich. Es scheint ja auch nicht bei allen aufzutreten. Bei mir tritt es halt total gerne auf. Vielleicht ist es auch wieder so ein Grafikkartending, warum auch immer. Was weiß ich, was damit berechnet wird alles. Dass da irgendwas falsch dargestellt wird und deswegen vielleicht diese Sache funktioniert. Kann ich mir gut und gerne vorstellen, weil AMD für diverse Fehler in Spielen ja bekannt ist, aber ich weiß es halt nicht genau. Es wäre halt schön, wenn man da trotzdem dann einen Fehler irgendwie sucht und den versucht, da rauszumerzen. Aber ansonsten, cooles DLC auf jeden Fall. Aber ich fand die ganzen DLCs bis jetzt für den Bausimulator eigentlich preislich immer voll gerechtfertigt. Weil auch beim Kramer-DLC war das erste Mal ein Teleskoplader mit dabei, ja, und coole Fahrzeuge.
JCB-Fahrzeugpack, auch richtig, richtig coole Fahrzeuge, noch größere Teleskoplader dabei, neue Fahrzeugklasse hinzugekommen. Per Update gab es kostenlos diese Fahrmecher-Betonpumpen, ja, zwei Stück waren es an der Zahl, kostenlos, nochmal, um es hervorzuheben. Also es ist schon eigentlich ganz cool, wie sich Weltenbauer hier um das Spiel kümmert. Mein, klar, bei den Fahrzeug-DLCs ist halt immer so eine Sache. Es sind richtig coole Fahrzeuge dabei, richtig schöne Fahrzeugmodelle und so weiter. Es sind aber vielleicht nicht die sinnvollsten, aber für Kleinaufträge richtig schöne Spielereien. Und vielleicht auch für den Multiplayer richtig schöne Spielereien. Ja, weil man hat sehr viele kleine Fahrzeuge mit dabei. Die würde ich persönlich jetzt hier im Let's Play niemals nehmen, weil es dauert einfach viel zu lange. Wenn du da jetzt mit einem kleinen Bagger rumbaggern würdest oder mit einem ganz kleinen Radlader hier diese Stelle hier ausgebaggert hättest, das hätte einfach so viele Stunden mehr gekostet und keiner will, glaube ich, 10 oder 20 Folgen haben, wo man nur Erde durch die Gegend klatscht. Da muss ich persönlich halt immer gucken, wenn man vielleicht privat spielt, vielleicht macht man das dann. Ja, ich weiß es nicht. Aber es gibt ja auch ein paar Kleinaufträge, da lohnt sich das dann schon eher, wenn man kleine Fahrzeuge hat, dass man das dann irgendwie größenmäßig ein bisschen anpasst bei den Aufträgen. Dass man jetzt nicht mit dem größten Cat-Bagger irgendwie für einen kleinen Swimmingpool ausheben anrückt. Das ist ein bisschen unrealistisch, haben wir auch schon gemacht, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also man hat für kleinere Aufträge kleinere Fahrzeuge zur Verfügung, bringt ein bisschen mehr Abwechslung rein. Ist schon nicht verkehrt. Gut, wir haben jetzt das Problem, wir kommen nicht mehr überall dran. Das heißt, ich parke jetzt einmal nochmal um. Dann machen wir den Rest, dann müssen wir noch Erde auffüllen, aber das Erde auffüllen machen wir dann in der nächsten Folge. Freue ich mich schon drauf. So, hier machen wir wieder Modus wechseln. Ich hoffe, ich komme an dem Kram super vorbei, aber normalerweise ja, wir klappen hier nach oben und drehen dann nach rechts. So. Ich wollte ja eigentlich damals auch, nachdem wir mit der Kampagne durch waren, wollte ich ja eigentlich auch noch ein paar Kleinaufträge machen. Was heißt Kleinaufträge? Ich wollte halt auch noch andere Aufträge machen. Häuser bauen, Straßen sanieren und so ein Zeugs machen. Da ich aber dann festgestellt hatte, dass manche Aufträge sich dann einfach wieder wiederholen. Das heißt, du baust ein Stadion. Ich glaube, das hatten wir damals gemacht. Wir haben ein Stadion gebaut, eine Tribüne gebaut und dann auf einmal war der Auftrag wieder da. Ich habe mir nur gedacht, hä, warum ist der wieder da? Wenn ich das jetzt wieder starte, ist dann irgendwie die Tribüne wieder weg und muss ich die dann wieder aufbauen. Und es hat sich ja dann bewahrheitet, dass sich diese Aufträge ständig wiederholen, ständig wieder irgendwelche Sachen neu gemacht werden, obwohl man die schon gemacht hatte. Und da habe ich dann ein bisschen die Motivation verloren, weil warum sollte ich was bauen, wenn ich die nach einem Tag wieder bauen könnte, die Sachen. Das fand ich ein bisschen blöd. Das ist aber auch nicht bei allen Aufträgen so gewesen. Und aber bei manchen Aufträgen war es so, man wusste nie, bei welchen Aufträgen es so ist. Und da musste man darauf achten, dass man nicht so einen Auftrag aus den doppelt auswählt. Sonst baut man den doppelt. Kann man natürlich im Let's Play auch nicht machen. Das hat mir dann so ein bisschen die Motivation von den kleinen Aufträgen geraubt. Deswegen habe ich die kleinen Fahrzeuge selten im Benutz, beziehungsweise selten in Gebrauch. Aber theoretisch, wenn man privat spielt, ist es ja halb so wild. Dann kann man auch mal Aufträge doppelt machen. Aber ich finde Let's Play nicht wirklich. Wir hatten ja schon mal das Thema gehabt, dass wir in einer sehr schnelllebigen Welt leben. Und es wird auch immer schneller leider, was nicht immer gut ist. Und da kannst du natürlich nicht irgendeine Baustelle 3 Folgen oder 4 Folgen lang nochmal doppelt machen. Ja, da hast du keine Views mehr, da kriegst du wahrscheinlich Dislikes und was weiß ich. Willst du natürlich als YouTuber nicht nehmen. Ich meine, mittlerweile ist es ja so, andere sehen es ja nicht mehr, wenn du Dislikes bekommst, aber man selber sieht es ja noch. Wobei man sagen muss, das ist von YouTube auch irgendwie komplett bescheuert gemacht. Entschuldigung YouTube, aber manche Sachen sind halt einfach ein bisschen komisch von euch. Zum Beispiel sieht man die Dislikes nicht am Handy. Also ich auf meinem Handy in der App sehe sie nicht. Schon mal merkwürdige Sache Punkt 1. Ich finde es ja an sich sowieso merkwürdig, dass man Dislikes nicht mehr sieht. Ich finde, das sollten andere ruhig sehen können. Auch wenn ich ab und zu mal Dislikes bekomme. Klar, ich glaube, das kriegt jeder. Manchmal kriegt man die auch und dann sind die wieder weg nach einer halben Stunde oder so. Und keine Ahnung, ist auch manchmal, glaube ich, ein Systemfehler. Manchmal sind es wahrscheinlich irgendwelche Bots, die dir da Dislikes reinknallen. Keine Ahnung. Die Leute, die Dislikes verteilen und nicht schreiben, warum, wieso, weshalb,
die tun dem Kanal trotzdem was Gutes. Somit ist mir das eigentlich ziemlich wurscht. Wenn sie nicht dazu schreiben, was sie schlecht fanden, kann ich nichts damit anfangen. Und je mehr Likes oder Dislikes man hat, desto mehr wird man von YouTube beachtet. Das heißt, für mich bringt es Vorteile so oder so. Ist halt natürlich schöner, wenn die Leute irgendwas nicht gut finden, wenn sie es dann in die Kommentare schreiben, damit man was mit anfangen kann. Aber gut. Wie gesagt, ich habe öfters mal Dislikes drin, die aber dann wieder verschwinden nach der Zeit. Da sind sie plötzlich weg und auf einmal hat man Likes da. Da ist es, denke ich mal, einfach so ein Serverabfragefehler von YouTube wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber ich finde es halt irgendwie merkwürdig, dass man nicht die Dislikes sieht. Weil zum Beispiel, es gibt ganz viele komische Videos auf YouTube, die irgendwelche Falschaussagen machen. Wie hast du das damals erkannt? Indem das Video einfach tausende Dislikes hatte, mehr Dislikes als Likes. Da wusstest du genau, okay, in dem Video wurde irgendeine Kacke verbreitet. Wie ist es heutzutage? Du siehst es nicht mehr, du guckst dir das Video an und musst in die Kommentare reingucken, ob das Video doof ist oder ob es gut ist. Oder ob das halt der Wahrheit entspricht oder nicht der Wahrheit entspricht. Also ich wollte eigentlich die Erde da ein bisschen platt walzen, aber ich krieg die gerade nicht platt, okay. Ich schütte jetzt erstmal Erde unten rein und dann verteile ich noch so ein bisschen und dann werden wir gucken, dass wir mit der Planierraupe die Erde noch ein bisschen runterschieben oder so. So ist der Plan. Ich bin nur gerade ein bisschen nah an der Wand dran. Ja, heutzutage siehst du das halt nicht mehr, weil du die Dislikes nicht mehr siehst. Ich finde das total doof, ehrlich gesagt, weil bei vielen Videos hast du halt wirklich dann gesehen, okay, der erzählt korrekte Sachen, der andere erzählt irgendeinen Schrott. Das hast du meist an den Dislikes erkannt, quasi so eine Schwarmintelligenz. Nennen wir es einfach mal so. Okay, der fährt automatisch mit der Mulde als wieder runter, wenn der irgendwie Erde anschlägt. Das macht es für mich gerade hier ein bisschen schwer. So. Heutzutage siehst du einfach nur die Likes. Boah, der hat tausende Likes. Hat vielleicht 20.000 Dislikes. Nur 1000 Likes, dann siehst du, boah, 1000 Likes, der wird recht haben oder wird ein gutes Video werden. Dabei ist es ein komplettes Schrottvideo, weil du einfach die Dislikes nicht gesehen hast und hast damit Lebenszeit verschwendet. Also ich finde das nicht gut, ehrlich gesagt. Mein, klar, vielleicht für den einen oder anderen YouTuber ist es demütigend, wenn er vielleicht die ganze Zeit mehr Dislikes bekommt als Likes, aber dann läuft sowieso irgendwas falsch. Also dann sollte man sich vielleicht auch mal Gedanken machen, wenn man nur Dislikes bekommt und keine Likes. Dann sollte man irgendwas anders machen, da muss man dran arbeiten. Rausfinden, woran liegt's. Das ist so komisch, dass man die Erde da einfach nicht runterschieben kann, ein bisschen. Egal. Nein, es ist schon, es ist demütigend. Wenn man, oder es zieht ein bisschen runter. Wenn man ein Dislike kriegt, es zieht ein bisschen runter, ganz klar. Das ist sowieso so eine Sache, die ist eigentlich komplett merkwürdig. Man kriegt zum Beispiel 30 Mal Lob unter einem Video und dann schreibt einer, du bist scheiße. Dann hast du eigentlich 30 Mal was Positives bekommen, was dich aufbaut, was dich stolz und glücklich macht. Und dann schreibt einer rein, du bist scheiße. Und dann zweifelst du an deinem ganzen Leben. Oh Gott, sag nicht, wir sind jetzt aufgesetzt. Ja, dann hast du auf einmal gar keinen Bock mehr auf die ganze Sache. Jo, ich habe die Erde platt gefahren, aber ich komme nicht mehr weg. Muss ich leider zurücksetzen. Das ist eigentlich komplett doof von der menschlichen Psyche, dass man sich von einer Person runterziehen lässt. Wenn 30 schreiben, Video ist super geworden oder das super Thema oder was weiß ich, hat mega Spaß gemacht zu schauen, total toll gemachtes Video, was weiß ich. Und dann kommt einer halt und schreibt hin, du bist scheiße, scheiß Video, dann ist dein ganzer Tag versaut. Dann bist du komplett depri den ganzen Tag. Das ist komplett bescheuert eigentlich. Das ist komplett bescheuert. Sollte man sich einfach nicht zu Herzen nehmen, aber man sollte halt gucken, ja, wenn mehr Dislikes da sind als Likes, sollte man vielleicht schauen, dass man irgendwas am System ändert. Und nicht am System ändert, dass man dann die Dislikes einfach ausblendet, sondern dass man halt an seinen Videos ein bisschen arbeitet oder an seiner Art oder was weiß ich. Also würde ich jetzt persönlich machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das YouTube gemacht hat. Ich verstehe es aber auch nicht, warum YouTube die Dislikes nicht in der App anzeigt. Du siehst in der App von YouTube, in der Studio-App, siehst du nur die Likes. Und wenn du die Dislikes sehen möchtest, musst du an den Computer gehen. Aber ich verstehe ja, ich habe ja schon mal drüber gesprochen, ich verstehe vieles bei YouTube nicht. Warum kann meine Monitorauflösung kein Abspann hinzufügen? Ja, es ist...
extrem wichtig eigentlich, gerade für Let's Plays, dass man da einen Abspann hinzufügt und andere Videos vorschlägt oder andere Playlisten, die zu den Personen passen, die die Videos schauen. Ich kann das nicht machen. Warum kann ich es nicht machen? Weil YouTube sagt, für deine Auflösung haben wir diese Funktion nicht zur Verfügung. Als wäre das so schwer für YouTube, da eine andere Auflösung anzupassen. Das ist so ein Riesenunternehmen. Und die machen das einfach nicht. Ja, oder es gibt noch so viele andere Sachen, wo ich mir denke, Leute, das kann doch nicht so schwer sein. Da wird immer so groß rumposaunt in den YouTube-Creator-Videos, ja, neuen Funktionen, ja, Creatoren, seid so wichtig für YouTube, ihr seid das Beste, wir machen alles für euch. Und dann kriegen die nicht mal so Sachen hin. Oder dass man Links von einem Video zum anderen Video übernehmen kann, geht auch nicht in der Infokarte. Muss man jedes Mal neu tippen. Oder. Es ist wirklich nicht immer so einfach. Naja. Ich hoffe, dass die Funktion irgendwann auf jeden Fall hinzukommt mit den Abspannvideos, beziehungsweise mit den Abspann. Ich war jetzt auch am Überlegen, ob ich mir selber irgendwie einen Abspann bastel, aber dann habe ich halt das Problem, die Leute können nicht auf die Links klicken. Also habe ich damit auch nichts gewonnen. Also, ich weiß nicht. Ich kann mir einfach nur... ich kann einfach nur hoffen, dass das irgendwann mal passiert. Dass es YouTube irgendwann mal mitkriegt. Ich habe denen schon mehrfach auch geschrieben gehabt und gesagt, ja Leute, wann wird denn das mal was? Dann könnt ihr mal was da dran machen und es tut sich einfach nichts. Es sind anscheinend so wenig Leute, die irgendwie andere Auflösungen benutzen als das Standardzeugs und dann irgendwie YouTube interessiert es nicht. Ist halt schade. Und ich sehe es halt auch nicht ein, irgendwie auch, das alles runter zu skalieren und so weiter und so fort. Das wäre halt auch doof. Erstens würde die Qualität darunter leiden, wenn ich es runterskaliere. Zweitens, zweite Möglichkeit wäre, ich spiele selber in einer anderen Auflösung und dann müsste ich im Fenstermodus spielen. Und wer hat schon einen großen Monitor und spielt dann auf einem ganz kleinen Fenster? Es ist nicht positiv. Ja, und wenn ich es wieder runterskaliere und klein mache, dann, bei mir hat man ja den Vorteil auf dem Kanal, man sieht mehr vom Spiel. Ja, ihr habt vielleicht, wenn ihr nicht den passenden Monitor habt, oben und unten einen schwarzen Streifen, aber ihr seht rechts und links mehr vom Spiel. Das ist gerade bei Emergency und so weiter eigentlich ganz cool, finde ich. Auch bei Fahrspielen, Fahrsimulatoren, sehr, sehr cool. Gerade bei Bussimulatoren auch, weil du siehst dann öfters mal den Spiegel an der Seite schon passend in der Sicht und was weiß ich. Du siehst einfach mehr von der Gegend, von der Straße. Deswegen hat es schon auf jeden Fall Vorteile, weswegen ich auch so einen Monitor habe. Aber gut, wir sind jetzt hier bei 41 Minuten, 42 Minuten sogar fast schon. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal ans Ende der Folge. In der nächsten Folge werden wir hier die Erde noch ein bisschen platt machen und nochmal Erde draufkippen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu, wie immer, unter Social Media in der Videobeschreibung. Ja, und natürlich über Kanalmitgliedschaften freue ich mich sehr, weil die den Kanal sehr unterstützen und den Kanal auch einfach weiterhelfen, weitere Spiele zu zeigen und weiter zu existieren. Würde mich sehr freuen, da neue Mitglieder begrüßen zu können. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.